Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Gottschalk, hier ist Mehrradio und wo wären wir ohne unsere freiwillige Feuerwehr? Ja, das ist immer so schnell gesagt, aber mal im Ernst. Stellt euch das mal vor. Wer würde denn unter Einsatz seines Lebens jemanden mal aus einem brennenden Haus retten? Wer würde nachts auf irgendwelchen Straßen irgendwelche Gefahrenstoffe abstreuen? Wer würde die Nachbarskatze vom Baum holen, um jetzt einfach mal im Klischee zu bleiben? Gut, dass es die Feuerwehrleute gibt. Zum Glück sind die auch gut ausgebildet, obwohl sie das alles ehrenamtlich machen. Ja, das sei noch mal gesagt. Aber wie läuft eigentlich so eine Ausbildung ab für alle, die es eben noch nicht wissen? Das weiß unser Feuerwehrwilli André Willer aus Fesbeck. Ja, der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau fängt eigentlich an mit den Grundausbildungslehrgang, das heißt bei uns Truppmitgliedausbildung, das ist sozusagen die Basis für alles. Einmal der Rundumschlag in grober Form, was ein Feuerwehrmann oder Frau halt erwartet im Feuerwehrdasein darauf aufbauen, gibt es immer weitere Lehrgänge, taktische Ausbildung, Maschinistenausbildung, Funkausbildung, dass jeder mit einem guten Gewissen, auch wenn es mal nicht glatt läuft, sagen kann, ich habe aber alles richtig gemacht und das ließ sich einfach nicht verhindern. Das ist eigentlich das Wesentliche, worum es bei den Lehrgängen meiner Meinung nach geht. Es gibt aber auch ganz spezielle Trainings, zum Beispiel die sogenannte Heißausbildung. Das klingt ein bisschen, als wäre das was fürs Auge. Das sind also nicht die Feuerwehrmänner, die besonders heiß aussehen. Nein, also Heißausbildung, das ist für mich eigentlich der fast einzige Ausbildungsteil, wo es wirklich um den Feuerwehrmann oder Frau selber geht, dass sie ihre eigenen Grenzen kennenlernen. Das heißt, eine Heißausbildung heißt, man hat wirklich mit heißen Temperaturen, mit heißem Feuer zu tun. Man wird an die Hitze gewöhnt und kann selber für sich auch feststellen, falls es mal im Haus brennt, man musste rein, um Menschenleben zu retten, ob man das wirklich schafft. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Man selber kann sich dann auf den Prüfstand stellen und das wirklich üben und für sich selber entscheiden, ja, das schaffe ich jetzt erst recht. Neben den Ausbildungen gibt es natürlich auch ganz viele Abzeichen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also Abzeichen, da geht es ja ganz früh los schon im Kinderfeuerwehralter. Also ab sechs Jahren kann man ja schon zur Feuerwehrfamilie dabei sein. Und da gibt es so viele Pokale, Abzeichen, also Flammen, Ehrung, gewisse Stufen, die man erreichen kann. Später Natürlich, die Beförderung ist natürlich das, wo sich jeder darauf freut, vor der ganzen Feuerwehrfamilie, wenn man dann aufstehen muss und seinen speziellen Dienstgrad erhält. Das ist schon ein Moment, ja, da muss man ein bisschen schlucken und <laughs> genießen, den Moment, weil das ist halt was ganz Besonderes in der Feuerwehr. Ja, aber das ist nicht das Einzige, wofür es sich lohnt, also die ganzen Abzeichen und Ehrungen, um bei der Feuerwehr mitzumachen. Da gibt es noch viel mehr. Das kann sich jeder mit einbringen. Jeder, meine ich auch wirklich jeder, ob er nur eine körperliche Einschränkung hat oder nicht. Ich glaube, dass es das für jeden eine Aufgabe gibt und ich kann da nur einladen, einmal diese Feuerwehrfamilie kennenzulernen, diese Kameraden. Was man vielleicht nur das Wort nur kennt, wenn man das wirklich erlebt, wenn man selber sagt, ich brauche mal jemanden und es sind auf einmal alle da. Familie nennen wir es auch, Feuerwehrfamilie. Das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Der Nachteil ist natürlich, wenn man mal Geburtstag feiert, dann ist das Haus meistens leider voll. Man hat dann ein bisschen mehr Freunde wie sonst jeder normale, der halt nicht in Ehrenamt tätig ist. Na, das ist ja durchaus ein sehr positiver Nachteil. Also viele Freunde, eine Riesenfamilie, große Anerkennung und ja, irgendwie auch ein gewisser Heldenstatus. Es lohnt sich also, mal in die Freiwillige Feuerwehr ums Eck zu gehen und zu schauen was man selbst noch tun kann.